Ja, herzlich willkommen bei unserer Montagsrunde am Rosenmontag. Da kann man auch nochmal hier, sagt man zumindest, Hello sagen. Ja, die Fasnacht schafft an vielen Stellen auch was, über was wir heute reden, nämlich eine Markenbildung, die, sagen wir mal so, jede Fasnachtsverein hat ein Logo und ist wiedererkennbar, aber die machen das eigentlich. Ja, eher privat und aus dem Spaß heraus. Es geht heute eigentlich eher um Ihre Werbemaßnahmen und zwar, ja, wie Sie als Motorist werben können. Und unser Slogan ist ja vor allem online werben, vor Ort verkaufen. Das Motto von Gartentechnikom ist quasi auch selbst ein Bestandteil unserer Marke, ein Slogan, den wir haben. Und genau, darüber geht es heute, auf was Sie achten müssen, was wichtige Werbemaßnahmen sind. Was Sie da tun können, ja, und worauf Sie achten müssen oder sollten. Ich will mal eine Frage an dich stellen. Also, was ich ganz total faszinierend finde, du hast ja viel mehr Kontakt zu sowohl unseren Kunden als auch zu anderen Touristen. Wir sind jetzt zwar bald auf der Bufa-Montagung, also QMF-Tagung, und dann sind wir noch im Touristenkongress. Da werden wir wieder ganz viele Händlerkontakte auch persönlicher Natur haben und ohne so ein Bildschirm dazwischen. Aber erzähl mal ein bisschen so aus deiner Erfahrung jetzt aus den letzten, sagen wir einfach auch 3, 4 Monaten. Du hast ja viele Händler jetzt umgestellt. Was ist denn dein Eindruck? Wie hoch hängt das Thema Internet mittlerweile? Und wie hoch hängt das Thema zum Beispiel Logo-Design? Weil da hatten wir so ein paar Sachen, die sind mir zumindest dann immer wieder aufgefallen, haben wir ja auch in den Relaunches besprochen und bei HB Cross auch schon korrigiert. Also jetzt gerade bevor die Saison losgeht, gibt es schon einige Händler, also deutlich mehr als auch in den letzten Jahren, die sich dem Thema Internet widmen. Also die nochmal auf ihre Internetseiten schauen, was kann ich da machen, ist es aktuell, was kann ich an Angeboten erstellen und was kann ich vielleicht dann auch nochmal, ein paar nehmen dann noch Facebook mit, was kann ich da tun? Es passiert tatsächlich auch auf der anderen Seite deutlich mehr auf Facebook, wobei ich da halt sagen würde, das ist eben nur ein Bestandteil. Aber das sieht man schon, ein Wachstum. Das ist aber in der Regel, sag ich mal, bei Händlern so, die auch vorher in anderen Bereichen recht aktiv gewesen sind. Es ist so, jemand, der sich mit dem Thema Werbung noch nicht stark auseinandergesetzt hat, auch in den, sag ich mal, Jahren davor, also auch nicht Print oder sowas, der ist da noch nicht ganz angekommen und das sieht man einfach, dass da nicht allzu viel passiert. Aber insgesamt würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall einen Anstieg in der Bedeutung. Die zweite Sache ist das Thema Logo. Vereinzelt sehe ich da schon Verbesserungen, aber insgesamt merkt man vor allem, dass immer noch versucht wird, was früher auf den Briefbögen stattgefunden hat, irgendwie auch ins Internet zu übersetzen. Das funktioniert aber nicht. Und eigentlich funktioniert das auf dem Briefbogen auch schon schlecht, da so ein kleinteiliges Logo zu haben, noch mit noch kleineren Telefonnummern und sowas. Das ist ein bisschen schwierig. Also das ist auf einer Rechnung mag das ja alles passen, wo unten vielleicht auch noch Platz für andere Sachen sein muss mit der Bankverbindung und so weiter und so fort. Aber fürs Internet passt es eigentlich nicht. Und ich denke, dass da so das so dem einen oder anderen es gut tun würde, zu überlegen, ob er sein Logo nicht komplett überarbeitet. Und es gibt ja sogar vereinzelt noch Händler, die eigentlich gar kein Logo haben. Also, na, es sind einige Fälle, die haben halt einfach nur ihren Namen und ob der dann in Arial oder in Times New Roman irgendwo steht, das spielt da bei denen noch immer keine Rolle. Da würde ich auch sagen, da ist dringender Handlungsbedarf. Und wenn man es neu angeht, immer dran überlegen, und dass man natürlich gerade im Internet verschiedene Formate hat. Man hat seine Webseite, findet aber vielleicht ja, man hat vielleicht auch einen Account oder man sollte den ja auf jeden Fall auf Facebook und auch auf Instagram haben. Da sind die Formate eben auch noch mal anders. Aber vielleicht reden wir gleich dann noch mal ein bisschen intensiver drüber. Ja, ich finde, also was ich total faszinierend finde, ist, es gibt halt diese, du hast ja gesagt, kleinteilig, das ist auch mein Eindruck. Eigentlich müssten viele der, also die sozusagen nur in Anführungsstrichen ihren Namen haben, die sind eigentlich an der richtigen Stelle, wenn sie dann noch, was du richtig gesagt hast, wenn sie eine Schriftart nutzen würden, die durchgängig, dann hätten sie schon sehr, sehr viel erreicht. Denn darum geht es ja am Ende des Tages. Der Kunde soll sich ja den Namen des Händlers merken, also ihren Namen. Der muss wissen, wie sie heißen, damit er sie dann schnell googeln kann, dass er sich schnell auf Facebook findet und so weiter. Das Ganze muss schön konsistent und konsequent durchgezogen sein. Und was du noch gesagt hast, dieses Übersetzen.
Das ist nämlich genau das, es wird gar nicht meiner Meinung nach, wenn ich eben gerade nicht versucht zu übersetzen, also das Logo von dem Briefbogen oder der Visitenkarte, wo immer es herkommt ursprünglich, in die neuen Medien zu übersetzen, sondern das wird eins zu eins kopiert. Das ist kein Übersetzen, das ist einfach nur, ich benutze das, was ich schon überall benutzt habe. Und wenn es dann immer kleiner wird, also auf dem Bildschirm ich nicht mal mehr meinen Namen erkennen kann, spätestens dann sollten Sie sich einfach Gedanken darüber machen und das mal richtig entschlacken. Denn das ist das, was bei den meisten Logos wirklich gut funktioniert. Wir haben es ja bei Habekost gemacht, oder du hast es ja gemacht. Das ist halt einfach eine qualitative Verbesserung, die ist Wahnsinn. Vielleicht schmeißt du es gleich mal in die Wand, wie das jetzt aussieht, weil das ist nämlich etwas, worum es wirklich geht, dass es gut zu sehen ist. Also die Qualität der Darstellung muss hoch sein. Und im Regelfall kriegt man das am besten dadurch hin, dass man alles, was so sich um das Logo aus irgendwelchen Gründen angesammelt hat, wegmacht. Also die Diät fürs Logo, die hilft, glaube ich, den meisten Händlern wirklich weiter und dann auch nichts wieder daran wachsen lassen. Denn es geht nochmal um Ihren Namen, dann haben Sie am besten eine Schriftart, die Sie dafür konsequent durchziehen und dann noch Ihre Farbe. Und das war's. Mehr braucht ein gutes Logo nicht. Dieses Ganze, es wollen immer viele so ein Icon haben oder so ein Apfel von Apple oder so ein Apotheker oder irgend sowas. Aber vergessen Sie es einfach. Dafür sind Sie zu klein und dafür sind Ihre Tasks zu klein, das auch noch aufzubauen, weil das ist ja sozusagen noch ein Element, das Sie dann in die Welt tragen müssen. Das wird nichts. Und dafür braucht man einen anderen Werbedruck und eine ganz andere Möglichkeit, das da auszutragen. Das schaffen Sie nicht. Aber jetzt mal zu dem eigentlichen Thema zurück. Wir haben gesagt, online werben, vor Ort verkaufen. Und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass das auch klar ist, dass das bei uns dran hängt, denn das ist nicht nur irgendwie ein Motto, sondern das ist tatsächlich das, was wir hier tun. Wir digitalisieren ja sozusagen Ihre Kommunikation und wir sorgen dafür, dass das, was bei Ihnen vor Ort passiert, auch online möglich ist. Das heißt, als Kunde kann ich mich über Ihr Warensortiment, über Ihre Dienstleistung informieren. Ich kann das anfragen oder auch im Zweifel bestellen. Können wir vielleicht gleich auch nochmal zu eingehen, da kommen ja ein paar Sachen demnächst noch dazu, jetzt vor der Saison. Aber das ist ja das, was wir tun. Und wir sorgen halt vor allem nicht dafür, dass jeder Motorist in Deutschland jetzt plötzlich zu einem kleinen Amazon wird, weil wir da gar keine Chance auch für unsere Kunden sehen. Dafür sind die meisten von Ihnen einfach nicht eingerichtet, denn Sie sind stationäre Händler und vor allem mit einem Schwerpunkt in dem Servicebereich, also in dem Dienstleistungsbereich. Das heißt, alles, was Ihre Werkstatt angeht und alle Dienstleistungen, die Sie drumherum anbieten. Und Sie können mit Amazon nicht in Wettbewerb gehen, weil Amazon was ganz anderes macht. Amazon verschickt Päckchen und daran sind die perfekt. Also es gibt kaum etwas, was Amazon nicht kann in dem Bereich und was die nicht im Detail durchoptimiert haben. Deshalb bestellen die Menschen dort, weil es so gut funktioniert. Und das können Sie nicht abbilden. Sie haben nicht die Logistik im Hintergrund, Sie haben auch nicht die Art und Weise der Kundenansprache, die dort stattfindet. So funktionieren Sie als Händler ja gar nicht, weil Ihr ganzer Schwerpunkt anders ist, weil Sie den ganzen Tag mit echten Menschen in Ihrem Geschäft zu tun haben, sich mit denen auseinandersetzen müssen, meist im positiven Sinne, manchmal auch im negativen, aber das Problem hat übrigens Amazon auch. Und das ist aber Ihr geschäftlicher Lebensmittelpunkt. Wenn Sie sagen, ich mache auch dieses Internet und verkaufe so ein bisschen online, das kann doch nicht funktionieren. Die meisten von Ihnen, oder keine Ahnung, ich würde sagen, das tendiert gegen 100%, sind ja Handwerksleute, also ausgebildete Handwerker, Landmaschinen, Mechanikermeister oder heute heißt es, glaube Baumaschinen, irgendwas, Mechatronik, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, muss gerade passen. Landmaschinen, Mechanikermeister, das mein Vater war, das ist gut fest verbrannt in meinem Kopf. Das bedeutet, dass Sie mit diesen Maschinen umgehen können. Sie verkaufen die nicht nur, sondern Sie wissen, wie man die repariert, wie man die in Schuss hält. Und das gilt natürlich auch für den kleinen Rasenmäher. Und genau das ist etwas, was Sie verkaufen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie die persönliche Beziehung zu den Leuten vor Ort haben, die das ja auch sehr schätzen, dass da zu Ihnen kommt. Ich finde es immer wieder schön, seit über 20 Jahren erzählen mir allerlei Händler, ja, und dann kommen die mit einem E-Mail-Ausdruck oder dann mit einem Amazon-Ausdruck oder jetzt kommen halt die chinesischen Plattformen, AliExpress und so weiter, das ist die nächste Eskalationsstufe. Aber die kommen zu Ihnen. Denken Sie mal darüber nach, wie geil das ist. Da kommt jemand, der setzt sich ins Auto oder aufs Fahrrad oder fährt läuft zu Fuß zu Ihnen ins Geschäft, um mit Ihnen persönlich zu sprechen. Ey, was
Also mehr kann man doch gar nicht erwarten. Da ist jemand, der möchte etwas von Ihnen, der investiert Zeit, um zu Ihnen zu kommen. Und das ist Ihr Schwerpunkt, das ist Ihr Mittelpunkt. Und genau das wollen Sie auch online erzeugen. Sie wollen, dass die Menschen online das Gefühl bekommen, egal, ich muss da mal hinfahren, weil der Müller, der Schmidt, wie auch immer Sie heißen, das ist ein geiler Typ. Da habe ich das Gefühl, der weiß genau, was er tut. Da muss ich hingehen, wenn ich ein gutes Produkt haben will. Und vor allem die ganzen Serviceleistungen, die ich einfach so niemals bekommen werde. Heute nicht, morgen nicht, niemals. So, und deshalb ist es so wichtig, erstens im Netz zu sein. Ich finde es immer lustig, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, das Internet, das ist nur schlecht und das brauche ich nicht. Ja, gut, klar, die Leute kommen ja zu Ihnen. Nur, wie finden die Leute es? Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, der halt ganz wichtig ist. Und Michael, erzähl mal, was ist denn eigentlich sozusagen die Kernleistung, die wir da erbringen? Also wie bringen wir die Leute eigentlich zu dem Händler vor Ort ins Geschäft? Also der wichtigste Baustein ist natürlich die Webseite an sich mit den Produkten. Die Endkunden schauen natürlich in der Regel, informieren sich vorab nach bestimmten Maschinen. Jemand sucht einen Rasenmäher oder sonst noch was, vielleicht auch einen Mähroboter mit einer zugehörigen Dienstleistung. Und sowas ist eben erst dann auffindbar, wenn es entsprechend auf einer Webseite hinterlegt ist. Und bei uns ist ja nicht nur eine Warengruppe oder sowas hinterlegt, sondern Sie können sich Ihren Produktkatalog zusammenklicken und haben eine Vielzahl von Produkten. Da schließt auch das an, was wir immer wieder erwähnen. Es macht durchaus Sinn, das ganze Sortiment einer Marke online zu stellen, denn es ist ja vollkommen auch in Ordnung, wenn die Beschaffung des Produktes vielleicht auch 24 Stunden dauert. Aber wenn Sie das machen können, dann muss eigentlich alles auf der Webseite sein, was Sie dem Endkunden in kürzer Zeit verkaufen können. Das macht eben Sinn, weil wenn die Maschine, die der Kunde sucht, bei Ihnen nicht auf der Webseite ist, dann wird er vielleicht auch nicht zu Ihnen kommen, zumindest im lokalen Kontext. Also das ist der Baustein, quasi die redaktionelle, der redaktionelle Teil, die Produktdaten. Und wir sind natürlich da immer dran und schauen, dass den technischen Hintergrund, dass der natürlich sauber läuft. Das HTML, das CSS muss stimmen. Es gibt, wir hatten schon mal das Thema OG-Tags für Facebook. Also ich schmeiß mal so ein paar Begriffe in die Runde. Das muss man nicht ausführlich jetzt erklären. Aber da geht es darum, dass eben die Daten sauber strukturiert sind, dass Suchmaschinen wie Google und Bing diese Produkte als solche erkennen, dass die wissen, was ist das überhaupt? Das ist ein Produkt, das hat einen Preis, dass der Preis als solcher identifizierbar sind. Das sind halt viele Bausteine, die es den Suchmaschinen leichter macht. Mithin zu dem Thema hatten wir kürzlich auch AMP-Seiten, das heißt die Optimierung für mobile Endgeräte. Das sind alles wichtige Bausteine in dem Bereich Search Engine Optimizing, also dass einfach optimal wird für die Suchmaschinen und letztlich ihr Ranking in der Liste, also in den SERPs, in der Ausgabe von Suchergebnissen, dass sie da weit oben stehen, wenn jemand in der Region schaut. Du hast es schon erwähnt, Gerrit, also wenn jemand hier bei uns jetzt in Worms nach einem Rasenmäher sucht, klar wird da auch irgendwo vielleicht, also da wird man schwer mit einem großen Händler konkurrieren können, mit einem großen Onliner wie Amazon oder sowas, aber was wir schaffen, ist, dass sie auch trotzdem auf der ersten Seite stehen und eigentlich sogar in der Regel im lokalen Kontext auch ganz oben. Und ich sehe das, wenn ich privat in anderen Bereichen nach Produkten und Dienstleistungen suche, ganz oft, ich finde manche Dinge nicht. Ich muss Händler, Fachhändler aus anderen Bereichen abtelefonieren und fragen, ob sie dies oder jenes anbieten, weil es eigentlich nicht auf deren Webseite steht. Das ist für mich mühselig. Und wenn ich dann aber irgendeinen Hans und Franz finde, der es woanders hat und ich da 10 Kilometer mehr fahren muss, dann gehe ich eher zu dem, weil da kann ich mich schon vorab informieren und da weiß ich auch, dass das hat. Und es gibt für mich auch ein gewisses Zeichen, das löst bei mir etwas aus, ja, der ist der Fachkompetenz, Vertrauen, das bildet sich durch sowas und das ist das, was Sie auch erreichen. Jetzt kommt nämlich der zweite Schritt, mal abgesehen von unserem Katalog, bietet Ihnen die Webseite natürlich auch viel eigenen Inhalt reinzustellen, auch immer ein Mantra quasi, Dienstleistungen abzubilden, immer mal wieder Beiträge zu aktuellen Dingen veröffentlichen. Jetzt ist es bald schon oder jetzt ist die beste Zeit, Motorgeräte zur Inspektion zu bringen, damit, wenn es dann jetzt, ich meine, die Sachen wachsen schon. Ich habe heute gedacht, mein Gott,
was schießt denn da jetzt schon wieder aus dem Boden raus? Ja, also das sind Themen, die kann man jetzt auch als Beiträge formulieren. Und das ist, sag ich mal, die größte Basis. Und wir haben dazu, was wir auch noch liefern, ist, wenn Sie Angebote, Gebrauchtmaschinen, Mietgeräte erstellen, die Portale, das ist im Prinzip eine kostenfreie Anzeigen, Schaltung. Es gibt externe Verlinkungen zu Ihrer Webseite. Das ist natürlich auch wichtig für die Suchmaschinen. Das pusht Sie wieder hoch im Ranking. Und man sieht es auch ganz eindeutig an den Händlern. Also da das kann man mit verschlossenen Augen, sage ich mal, ganz blöd ja sehen. Wer viel macht in dem Bereich, der wird auch gut gefunden. Der hat auch hohen Traffic. Und dann ist es das Gesetz der Masse, dass sie dadurch einfach auch Anfragen bekommen. Sag mal so, wer Single ist und nach jemandem auf der Suche ist, der muss auch, sag ich mal, ein bisschen Masse machen, sonst wird es schwierig. Der muss auf Tinder sein, um das mal auf den Punkt zu bringen. Genauso wie Sie auf Google stehen müssen, und zwar, wenn ich Rasenmäher Wiesbaden suche oder Mainz Rasenmäher und ich finde den Hans nicht, dann gehe ich da auch nicht hin. So einfach ist das. Und genauso ist es, wenn ich Single bin und ich bin nicht auf Tinder, dann bin ich auch nicht da. Das ist halt so. Also die Welt hat sich wirklich da verändert. Das ist auch nichts Neues mehr. Ich meine, wir erzählen das ja seit 2003 und ich erzähle es noch viel länger. Aber das ist einfach die Welt, wie sie heute ist. Und die verändert sich auch nicht mehr zurück. Ich erinnere mich immer noch gut, so ein paar Professoren haben gesagt, das ist sozusagen, entweder haben sie gesagt, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und sie haben gesagt, das ist ein Kelch, der an uns vorübergehen wird. Naja, klar, die sind dann irgendwann mal dann in die Rente gegangen. Ja, und dann ist er auch an ihm vorübergegangen, der Kelch. Aber an der Welt nicht. In der Welt ist er nicht vorübergegangen. Und wir haben etwas, es bewegt sich sogar immer noch weiter. Die Leute sind halt heute mit dem Telefon unterwegs. Und dieses Telefon ist halt seit 12 Jahren was anderes, oder 13 mittlerweile sogar, als vor 13 plus Jahren. Damals hat man damit telefoniert und ein paar SMS verschickt. Heute telefoniert man eigentlich gar nicht mehr damit. Das passiert ja fast nie. Ja, also man chattet, das ist sozusagen die alte SMS, das ist WhatsApp oder Facebook Messenger oder Signal. Und auf der anderen Seite surft man im Netz rum und hat allerlei Apps, die einem permanent irgendwelche Informationen liefern, auf die man reagiert. Das ist die Welt. Und wenn ich irgendwas suche, das ist genau das, was du beschreibst, dann, ich gucke auch immer und ich suche dann irgendwas Münster und denke so, das kann doch nicht sein, dass es in ganz Münster niemanden gibt, der dieses Produkt hat, diese Marke führt. Ich denke so, das ist doch einfach falsch. Und dann geht man auch auf die Herstellerwebsite, da sieht man ja, da gibt es zig Anbieter, aber da ist halt auch so, auf der Herstellerwebsite, da findet man zwar manchmal Händler, aber wenn man dann da anruft oder hingeht, stellt man fest, ja, die sind da vielleicht bei den Herstellern zwar gelistet, aber in Wahrheit führen die das gar nicht. Ja, das bringt mir als Kunde gar nichts. Das ist eigentlich eine Verwirrung, die dadurch entsteht. Und deshalb, ich brauche eine Händlerwebsite, die mir ganz klaren Eindruck gibt, welche Marken, welche Produkte, welche Dienstleistungen werden hier geführt. Und das braucht Google auch. Denn diese Idee, ich habe hier so eine Seite, die ist einseitig und hat vielleicht auch 5 Unterseiten und damit weiß Google dann Bescheid und der Kunde auch. Nee, so funktioniert es nicht. Sie brauchen halt für alle Ihre Produkte, Dienstleistungen, Warengruppen, Marken, brauchen Sie eigene, dedizierte Seiten, die müssen alle sauber indiziert sein. Das ist, was Michael vorhin meinte, da steckt halt auch eine ganze Menge Technik hinter. Das hat gar nicht viel mit Inhalten zu tun und das muss halt gemacht werden. Und das ist etwas, was wir nebenbei auch noch machen. Aber wie gesagt, unser Fokus, der ist immer ganz klar. Wie gesagt, online werben, vor Ort verkaufen. Ja, unsere Kunden verkaufen auch online, aber das ist nicht das primäre Ziel, weil auch unsere Kunden genau wissen, dass deren Kunden was anderes wollen. Die wollen den persönlichen Bezug und die wollen vor allem die Dienstleistung, denn das ist das, was am Ende des Tages zählt und das erhöht auch den Wert dieser Produkte, denn die halten ja lang. Ja? Also wir reden ja, weil es ein Rasentraktor für 5.000 Euro, das ist ja nichts, was man nächstes Jahr wegschmeißt. Ja? Damit fährt man ja 15, 20 Jahre durch die Gegend mit einem Auto. Und genauso ein Mähroboter, der 2,5 oder 3 kostet, den brauche ich ja nicht eine Saison, außer Martin Seibert, oder dazu gibt es Videos. Also den brauche ich auch. Ja, deswegen kommt auch der Martin nicht mehr hierher. Aber auch da brauche ich halt jemanden, der sich darum kümmert. Genau wie bei Martin Seibert. Also das geht halt nicht von allein, so schön das auch wäre. Und dafür brauche ich halt Dienstleister. Und genau diese Dienstleister, das ist der Motorist vor Ort, der Motorgeräteverhändler, der Gartentechniker, wie auch immer man das nennen möchte. Aber
Das sind sie und sie müssen es der Welt mitteilen. Und vor allem muss die Welt sie einfach finden können. Das heißt, wenn ich ihre Warengruppe und ihren Ort eingebe oder irgendwas in ihrer Region, dann müssen sie da rausspringen. Und da werde ich häufig gefragt, machen die Leute das? Ja, natürlich machen die das. Ich meine, sie brauchen ja nur in ihre Web-Analyse-Software gucken. Wenn sie so aufgestellt sind, dann sehen sie, dass die Orte, Städte in ihrer Region ganz häufige Keywords sind, mit denen sie gefunden werden, weil sie da halt auch keinen Wettbewerb haben. Wenn Sie beim Stichwort Mähroboter auf Platz 1 stehen wollen, ist das schwierig. Wenn Sie aber beim Stichwort Mähroboter Wiesbaden auf Platz 1 stellen wollen, dann ist es nicht so schwierig. Da brauchen Sie Kompetenz. Die haben wir, die kaufen Sie bei uns ein. Und ansonsten müssen Sie sich nur darum kümmern, dass Sie als Dienstleister wahrgenommen werden. Das ist etwas, was wir nicht können. Und das funktioniert so auch nicht. Also die individuelle Marke, die müssen Sie schon selbst bearbeiten. Und das fängt mit dem Logo an. Das muss übersetzt worden sein. Für die Website, für aber auch die mobile Website, für das Facebook-Icon. Ich finde es immer lustig, wenn ich da so zusammengequetschte, also so lange Logos, die werden dann immer kleiner und sind in diesem kleinen Mini-Quadrat. Und da ist nur noch so ein Strich. Und dann frage ich mich, wer hat denn das gemacht? Das muss einem doch auffallen, dass das nicht funktioniert. Und man will doch nicht nur so einen komischen Strich da haben, sondern man will ja den Namen da haben. Oder zum Beispiel den ersten Buchstaben oder irgendwas, das ich erkennbar werde. Und ja, damit muss man halt arbeiten. Und das ist halt sozusagen ganz elementar. Und meines Erachtens nochmal ganz elementar in der Außendarstellung. Einfache reduzierte Logos, wo das, der Name super gut erkennbar, sofort lesbar ist, unübersehbar auf der Website, schön oben links, wo er hingehört. Gibt Ausnahmen, hatten wir gerade bei der Firma Buse, das kann man alles machen, aber da muss man auch drüber nachdenken, wenn man das macht. Und daneben halt super gute Präsenz in den Suchmaschinen. Sie müssen dort und auch da wieder mit ihrem Namen sofort sichtbar sein, damit ich das erinnere, weil die Leute machen das ja nicht alles an einem Stück. Ich meine, sie wissen es doch selbst. Wir alle machen ja die meisten Sachen so parallel. Ja, also ich mache jetzt hier sogar gerade ein Video, bin jetzt wirklich sehr ausnahmsweise mal sehr fokussiert für eine relativ lange Zeit auf das gleiche Thema. Aber die Wahrheit ist, während der Michael gesprochen hat, habe ich auch schon wieder andere Sachen im Hintergrund gemacht. Und im Normalfall ist es halt so, ich muss jetzt hier alle Telefone so ausschalten, damit das hier eine Zeit lang ruhig ist. Danach geht es ja wieder weiter. Und das geht den anderen Menschen ja ganz genauso. Und deshalb ist es so wichtig, dass man ihre Marke wirklich sofort versteht, dass sie sich sofort einbrennt und die Leute wissen, ach klar, in Wiesbaden, wenn ich da einen Mähroboter will, dann gehe ich zu dem Hans. So war das. Fertig. Da brauche ich nicht mehr nachdenken. Das nächste Mal, das ist das Schöne, dann suche ich nämlich nicht mehr nach Mähroboter in Wiesbaden. Dann suche ich nach Hans und Mähroboter. Zack. Und dann kommt der sofort rausgesprungen und den gehört die ganze Google-Sir und im Bestfall bin ich sogar direkt auf der Website, weil ich schon geguckt habe. So funktioniert Online-Marketing und das ist super wichtig. Die ganzen Ideen immer wieder vorgebracht. Wir machen hier jetzt Online-Shopping und werden zu Amazon. Vergessen Sie es einfach. So funktioniert das nicht. Abverkauf funktioniert, Gebrauchmaschinen funktionieren, alles, was individualisierbar ist, funktioniert wunderbar. Wissen auch alle, die sich damit beschäftigen. Aber wenn Sie glauben, Sie können direkt als E-Commercer auftreten, dann müssen Sie auch konsequent sein. Dann müssen Sie Ihren Laden schließen, dann müssen Sie irgendwo draußen ein großes Lager anbieten, müssen sich intensiv mit Logistik und Software beschäftigen und dann können Sie anfangen, auch in Special Interest Bereichen gegen Amazon anzuarbeiten. Aber solange Sie im Herzen und zu 99% Ihrer Zeit vor Ort ein Dienstleister sind, da werden Sie nicht erfolgreich werden. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den technischen Sachen doch auch sagen, beziehungsweise auch noch mal kurz, das geht ineinander über, zum Thema Markenlogo. Also erstens, wenn Sie nicht lokal jemanden haben, weil die Region vielleicht da so ein bisschen, sage ich mal, eher klein ist, mit der Ihnen ein Logo machen kann, es gibt inzwischen super viele Portale, wo man das einkaufen kann. Man kann sogar, es gibt Designportale, wo man sagen kann, okay, ich schmeiße ein bisschen Geld in die Runde und ihr schickt mir Vorschläge. Und dann hat man sogar aus dem Pool von vielen Designern coole Vorschläge. Also da können Sie auch gerne nochmal bei uns anfragen, wenn Sie da Infos brauchen. Das andere ist natürlich erstmal die technische Voraussetzung, dass man dann auch individuell aussehen kann. Nämlich wenn das Thema Markenlogo kommt, kommt meistens auch relativ schnell das Thema Corporate Design, Corporate Identity, dass man eben die Webseite, alle anderen Produkte vom Auto und so weiter, das Thema kennen Sie ja auch schon, das haben Sie auch schon gehört, dass man das eben berücksichtigt. Und zum Thema Technik ist es so, wir haben uns viel Mühe gegeben, dass Sie sich individuell im Internet aufstellen können. Dass nicht Ihr Logo in einem Rahmen von etwas ist, was bei vielen anderen Händlern gleich aussieht, sondern wir haben mit WordPress eine Möglichkeit geschaffen, wo Sie sich individuell aufstellen können und diese Themen Corporate Design und Identity wunderbar
umsetzen können und sich so darstellen können, wie sie sich das vorstellen, auf der Webseite eben auch anders aussehen wie viele andere. Und was auch eben dann zu Werbemaßnahmen gehört, ich habe das am Anfang mal kurz in die Runde geschmissen, es gibt strukturierte Daten, die es Ihnen erlauben, auf anderen Portalen wie Facebook oder auch in den Google bezahlten Werbung, und auf Facebook gibt es ja auch bezahlte Werbung, eigentlich cool und schnell Anzeigen zu schalten, weil eben zum Beispiel die Produktdetailseiten viele Informationen liefern, die dort eben weiterverwendet werden können. Und allein der Post, wenn Sie eine Seite nehmen, eine Produktdetailseite und oben die URL kopieren und das Ganze dann auf Facebook einfach so teilen, da werden schon viele Bilder und Informationen mitgegeben. Das können Sie einfach mal ausprobieren. Das ist eine tolle Sache. Und ansonsten auch, was es betrifft, dort Werbung zu schalten, ist das natürlich auch sehr hilfreich. Wobei da natürlich auch ein bisschen Texten angesagt ist. Da ist natürlich auch angesagt, dass Sie da, sage ich mal, sich überlegen, wo wird die Anzeige geschaltet, Zielgruppen etc. definieren. Das gehört natürlich alles irgendwie mit dazu, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es sind technische Voraussetzungen erfüllt, die Ihnen es leicht machen, zusätzliche Werbemaßnahmen noch durchzuführen. Und ich denke, das ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit, wenn Ihnen jemand irgendwie eine Webseite zusammen zimmert, dann ist er meistens fertig und dann haben sie 3.000, 4.000 Euro bezahlt, und wenn sie dann was von dem wollen und sehen, das läuft ja nicht so, dann sagt er, ist kein Problem, kann ich machen, kostet halt nochmal 500 Euro. Das ist halt bei uns alles schon inklusive, und wenn Sie da Fragen zu haben, wie werbe ich dann jetzt mit meinem, sagen wir mal, Idealfall, die Webseite ist individuell, Sie haben ein cooles Logo geschafft, Sie haben schon Beiträge und Sie haben viele Produkte, Online-Angebote, Mietgeräte und Gebrauchmaschinen. Und dann kommt eigentlich der nächste Step, wie kann ich dann jetzt auf anderen Medien, auf anderen Portalen werben? Melden Sie sich gerne bei uns und da helfen wir Ihnen gerne weiter. Das ist aber jetzt so gesehen kein Bestandteil von den organischen Suchergebnissen oder sowas, die, sage ich mal, ziemlich wichtig sind. Weil ich meine, Sie haben auch gesehen, was Google macht, die Anzeigen. Ich hatte das letzte Mal irgendwie so, ich scroll mal weiter runter. Weil es ist, glaube ich, ein natürlicher Effekt, dass man weiß, die Leute werben. Und es ist, auch wenn Google immer mehr Anzeigen macht, ich scroll halt immer weiter runter. Das hilft nicht so richtig. Ja, wobei, tatsächlich ist es ja so, im lokalen Kontext passiert das ja auch gar nicht. Also im lokalen Kontext ist es ja gar kein Problem, weil da gibt es gar nicht so viel Werbung. Das ist ja auch das Schöne. Der Vorteil dieses lokalen Online-Marketings, gerade des Suchmaschinen-Marketings, ist ja, da sind Sie quasi allein. Da sind Ihre natürlichen Wettbewerber unterwegs. Das heißt, das sind einerseits die Baumärkte, das sind natürlich andere Händler, aber ansonsten sind Sie da, und von den anderen sollten Sie sich halt absetzen. Wenn Sie da oben stehen, dann gewinnen Sie das Spiel schon, und vor allem, da gibt es halt 1, 2, 3 Anzeigen, also das ist schon viel im lokalen Kontext. Das heißt, da werden Sie auch sehr, sehr schnell und sehr gut gefunden. Natürlich auch dann über Sachen wie über Business, da muss man halt sinnvoll gut eingetragen sein, das ist eine ganz andere Thematik nochmal. Aber dieser Bereich war und ist sehr, sehr wirkmächtig, und nochmal, auch da, das hat halt auch Wirkung auf Ihre Marke, und deshalb ist es auch da wieder so wichtig, dass Ihr Name gut zu sehen ist, auch wenn der Nutzer in dem Moment vielleicht nach Neroboter googelt oder nach Husqvarna oder Honda oder irgendeiner anderen Marke. Das ist alles nett, aber nur dann, wenn Ihr Name da dran hängt, und auch dafür sorgen wir natürlich. Und das ist halt super, super wichtig. Deshalb auch an der Stelle, Ihr Name muss immer gut und klar sichtbar sein. Auf Ihrer Website natürlich noch viel mehr, weil wenn ich dann ja klicke und dann irgendwo ankomme, dann will ich den Namen sofort wieder sehen, weil sonst habe ich die Konnektierung verloren. Ihre Website sieht ja nun mal anders aus als Google-Suchergebnis, und auch zu Recht. Und wie ich ja gesagt, diese Individualisierung in der Optik, aber auch im Inhalt, ist halt existenziell wichtig für Sie, weil Sie wollen sich abgrenzen. Sie müssen meiner Meinung nach heute genauso professionell als Marke auftreten wie eine wirklich große Herstellermarke, die weltweit tätig ist. Aber das ist natürlich zum Glück sozusagen im Internet ganz anders machbar und auch zu anderen Preisen machbar. Das ist vielleicht noch etwas, worüber ich noch mal kurz sprechen soll, weil ich das auch mal höre. Es werden noch Zeitungsanzeigen geschaltet im Jahr 2020. Okay, das kann man so aus Imagegründen vielleicht machen, weil der Zeitungsvertreter gerade wieder vorbeikommt. Es gibt dieses Frühlings- und Herbst-Special, aber tracken Sie das auch mal. Also gucken Sie mal, wie viel da wirklich dran kommt. Hängen Sie einen Coupon dran und schauen Sie mal, wie oft Sie darauf angesprochen
werden. Oder machen Sie ein Angebot, was es dann wirklich nur dort gibt. Das empfehle ich Ihnen im Internet genauso. Machen Sie dort Angebote, die es wirklich nur dort gibt, damit Sie wissen, dass Sie darüber angesprochen werden. Und ansonsten konzentrieren Sie sich darauf, was Sie wirklich können. Und das ist die Dienstleistung vor Ort, das ist das Kundengespräch, die Beratung vor Ort, das ist die ganze Abwicklung dahinter. Das ist das, wo Sie wirklich stark sind. Und deshalb haben Sie mit Abstand den größten Umsatzanteil am Gartentechnik-Umsatzkuchen in Deutschland. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern einfach daher, dass Sie einen guten Job vor Ort machen. Und das müssen Sie nur ins Internet transportieren, sonst haben Sie tatsächlich ein Problem zu kommen. Ja, und mir fällt noch an, wer noch an die Printmedien glaubt, der kann es immer konnektieren mit seiner Webseite oder mit bestimmten Telefonnummern. Kurz, dann bitte Werbeerfolgsmessungen, um zu schauen, ob Ihnen die paar hundert Euro, die Sie da ausgeben, wirklich noch was bringen. Ja, also in diesem Sinne, man könnte, denke ich, noch sehr, sehr viele andere Themen, was die Markenbildung angeht, auflisten und darüber sprechen. Weiß nicht, noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesagt, das Logo hat eine wirklich wichtige Bedeutung, um eben seinen Namen einfach präsent zu machen. Ansonsten haben Sie bei Gartentechnikum schon, sage ich mal, viele Sachen on board und die anderen Dinge, Gebrauchgeräte, Mietgeräte, Angebote anlegen, eigene Produkte anlegen. Wenn Sie da schon mal agieren und dann das Ganze auch noch in den sozialen Medien teilen, dann haben Sie schon echt ein gutes Fund. Ja, und jetzt wird es ja auch laut. Genau. Ich hoffe, das sind nicht schon die ersten Fastnacht, so Rosenmontags-Karteileichen sozusagen, Alkoholleichen. Ich weiß nicht, ich habe schon, sage ich mal, diverse eklige Sachen auf dem Weg hierher gesehen, wobei hier kein Umzug ist, sondern... Aber die waren ja hoffentlich nur von gestern und nicht von heute schon, oder? Die waren, glaube ich, von gestern aus der Region waren so ein paar Umzüge, die meisten fahren heute hier ein paar Kilometer weiter nach Mainz und da ist dann eine richtige Party. Ich denke, die Leichen, die kommen dann heute Abend irgendwann an. Ja, und ich würde auch sagen, eine schöne Fastnachtswoche noch und alle anderen sehen wir dann eventuell in Bülertan bei der Buffermott QMF-Veranstaltung. Bis dahin. So,